Peking Girls versucht einerseits über Mädchenfußball-AGs in Grundschulen Mädchen zum Fußball zu bringen. Andererseits qualifizieren wir auch Trainerinnen, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, um bei uns im Projekt tätig zu werden. Also ich freue mich eben, mich für benachteiligte Kinder einzusetzen, weil mir ist es wichtig, den Kindern was zurückzugeben. Ich hatte das Glück gehabt, toll behütet in einer Familie aufzuwachsen, aber viele Kinder haben nicht die Möglichkeit dazu und denen möchte ich was zurückgeben. Sport hat die Kraft, Generationen und Kulturen auch zu verbinden und das ist mir aus meiner Sicht ganz wichtig, denn gerade darauf kommt es an, auch auf die Werte in der heutigen Zeit, Teamgeist, Disziplin, Fairplay und die vermittelt der Sport. Das Projekt Kicking Girls wird direkt in den sozial benachteiligten Stadtgebieten umgesetzt und wir gehen direkt in die Grundschulen, um dort allen Kindern und vor allem den sozial schwächeren Kindern den Kontakt zum Fußball zu ermöglichen. Stolz macht mich besonders zu sehen, dass überall in Deutschland, von München bis nach Schleswig-Holstein, Flensburg, so viele Ehrenamtliche sich dem gleichen Projekt verschrieben haben und so viele Ehrenamtliche helfen. Das ist einfach gerade jetzt ein tolles Zeichen, das vom Sport ausgeht und einfach ja, so eine verbindende Wirkung hat. Das macht mich sehr stolz. Also mir gefällt gut, dass man auch Neues lernt, also neue Techniken und dass man auch aufs Tor schießen kann, seine Schüsse verbessern kann und beim Spiel auch vielleicht die Techniken, die man neu gelernt hat, anwenden kann. Das war super! Und bist du besser als die Jungs? Sagt meine Mama.